Und damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 13 unserer Karriere hier mit dem FC Sion und unserem Neuzugang in Anführungszeichen Moussa Konaté. Wahnsinn, dass der wieder da ist. Will Stammspieler in der ersten Mannschaft sein, das wird er auch. Ist das schön, den Kerl wieder zu haben. Marktwert ist letzte Saison explodiert, natürlich. Schön, dass der wieder da ist. So, dann wollen wir einfach mal rein ins Spiel. Verlieren nicht viel Zeit. Wie gesagt, Sofortberechnung heute. Zweimal gegen St. Gallen und Vaduz. Basel spielt gegen Thun. Young Boys gegen Zürich heute das Spitzenspiel. Und wir gehen rein in die Partie. Sagen, wir werden nicht verlieren, auch wenn der Gegner Kavusevic im Sturm hat, der uns immer Probleme bereitet. Moussa Konaté direkt mit dem Einstandstor wieder mal. Ach, ich mag den Kerl. So, Inouye verkauft sich schlecht, das heißt, er stand jetzt verkauft. Hatte ich ja letzte Saison schon mal angedacht, aber der hat sich eigentlich ganz solide entwickelt. Ist natürlich nicht sonderlich stärker geworden, aber... Ja, wie gesagt, ich habe es ja begründet jetzt mit dem Lazaro-Transfer. Da Lazaro da ist und ich den gerne spielen lassen will. So, wen schickt man noch nach Hause? Andersen hat letztes Mal gespielt, dann würde ich eher sagen, geben wir Schweizer noch eine Pause. Und Weiser wird belohnt uns dafür, dass wir ihn auf dem Feld gelassen haben mit einem Tor zum 2:0. Draußen shifts bei mir gerade ohne Ende. Wie gesagt, heute Tag der Deutschen Einheit, 3:0 Rodriguez. Wie gesagt, alle Einwechselspieler, da habe ich keine Bauchschmerzen. Und wenn die reinkommen und dann treffen, dann ist das Wahnsinn. Das macht so Bock mit der Mannschaft, ohne Spaß. So ein richtig kleines Projekt, wenn man hier einen Lazaro mit seinem Tordebüt... Ist das geil, Alter, ey. Krieg hier Gänsehaut. Das ist kein Scheiß. Kavusevic ist draußen und wir gewinnen auch das zweite Spiel. Schießen wieder 4 Tore. Konaté hat getroffen, Weiser hat getroffen, Lazaro und Rodriguez. Alle 4 mag ich mega. Das ist so geil, wenn man so einen kleinen Verein hat. Und dann Spieler holt, die man mag und die sich langsam so richtig zu Superstars entwickeln. Richtig geil. Die anderen Ergebnisse. Vaduz, unser nächster Gegner, gewinnt gegen den Aufsteiger aus Schaffhausen mit 3:1. Young Boys Bern und Zürich im Topspiel trennen sich 1:1. Luzern gegen Zürich 0:0 und Basel gewinnt wie wir 4:0. Damit sind wir Tabellenführer mit Basel und Vaduz, gegen die wir als nächstes treffen, haben 6 Punkte geholt. Das ist jetzt nicht so schlecht. 2 Spieler ihres Teams haben nach ihren Einwechslungen am letzten Spieltag getroffen. Das zeigt natürlich, dass der Trainer ein guter Bursche ist. Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Trainer sagte, komm, zieh deine Sachen aus, jetzt geht's los. Boah, das ist richtig ekelhaftes Wetter, aber Gott sei Dank bin ich hier drin. In der 11 des Tages, Philipp Koch, Arlin Ayeti, Valentino Lazaro zum zweiten Mal, Mitchell Weiser, also der Lazaro ist scheinbar eine Granate. Wen überrascht das bitte? Traumeinstand für Moussa Konaté, gut. Das weiß ja der Fußballmanager nicht, dass er eigentlich noch bei uns wäre. So, privater Investor schießt nach, 9,36 Millionen, krass. Geht davon auch was in die Infrastruktur? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Angebot für Schweizer abgelehnt. Ja, der FC Basel will uns leer kaufen. In der zweiten Mannschaft haben wir keinen Spieler mehr. Wenn jetzt jemand gehen sollte, dann müssen da schon richtige Kracherangebote kommen, liebe Freunde. Ich verlasse hier, gebe hier keinen mehr günstig ab. Wir machen weiter. Wollen ja Richtung Vaduz-Spiel. U20-Weltmeisterschaft. Die Schweiz leider nicht ins Finale gekommen und auch nur der 4. Platz. Da ist, wie gesagt, noch Aufholbedarf in der Schweizer Jugendarbeit, aber wir versuchen unser Bestes. Rui Patricio wechselt zu Liverpool. Natürlich auch ein guter Torwart, aber ich habe da immer gern einen anderen Torwart. Moussa Konaté leider nicht zum Transfer der Woche geworden. Schade, schade. Tassi erreicht Trainingsziel, Arlin Ayeti verletzt, Knieprellung. Prellungen dauern doch hoffentlich nicht so lange, oder? Wobei im Knie, ich weiß es halt nicht, ne? Da nehmen wir den Partner, die Presse interessiert mich nicht. 6 Tage, der wird wahrscheinlich ausfallen. Aber gut, wir haben da genug Ersatz, das ist okay. Wenn so ein Mann wie die Naya auf der Tribüne sitzen muss, dann ist das schon... Ich denke, wir haben da gut gearbeitet, uns nochmal super verstärkt. Das sollte echt eine solide Saison sein, wenn alles normal läuft.
Wir sollten jetzt mit Basel gleichgezogen, weiß ich nicht, aber wir kommen in Richtung Basel. Wir nähern uns denen an. Sagen wir es mal so. So, in 2 Tagen wird das Stadion auch fertig. Dann können wir noch mehr Zuschauer. Wie gesagt, über 20.000 müssen wir auch kommen. Dann können wir mehr Eintrittsgelder, mehr Einnahmen durch Eintrittsgelder einnehmen. Das ist immer wichtig, dass man die Infrastruktur ausbaut. So, wir machen weiter erstmal. Hoffen, dass die Transfers noch irgendwie über die Bühne gehen. Aber ich glaube nicht, dass da vor dem Vaduz-Spiel noch was passiert. So, Brasilien wird U20-Weltmeister. Affelei für 1-2 wird schwierig, aber ich probiere es nochmal. Barcelona will den ja loswerden, deswegen sollten die kooperativ sein. So, wir bauen nochmal das Stadion aus. Jetzt haben wir über 20.000. Ich glaube, so viel kriegen wir ja, das kriegen wir ja hin, oder? Lukas Andersen erreicht Trainingsziel, sehr stark. Nehmen wir dann die Fernschüsse dazu. Ha, die machen alle Spaß. Also ich könnte da am liebsten 7 Spieler einwechseln, das ist Wahnsinn. So, Heuberg hat schon einen Vertrag von uns vorliegen. Ich wollte gerade sagen, der müsste sich doch bald mal zu äußern. Dann kriegst du halt 200.000, Hauptsache du kommst jetzt noch vor dem Spiel. Dann hätten wir auch ein Backup, falls uns Schweizer doch noch verlassen sollte, wenn da ein überragendes Angebot reinkommt. Aber ich würde natürlich gerne Schweizer behalten, ist ja klar. Heuberg ist da auf einer 64 jetzt nicht so stark, wie ich das erwünscht hätte, aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Erstmal muss er natürlich den defensiven Mittelfeldspieler lernen, ist klar. 73, 73... und 71 Kopfball. Flanken macht als defensiver Mittelfeldspieler nicht viel Sinn und ich will ihn als defensiven Mittelfeldspieler haben. Sprache kann er, perfekt. So, dann würde ich ihm gerade erstmal Dahoud vorziehen, um ihm da so ein paar Spielpraxis zu geben. Ayeti noch 3 Tage verletzt, der wird leider nicht rechtzeitig fit werden. Aber das ist kein Problem, dafür haben wir den breiten Kader. So, weiter geht's. Gucken, was Affelei noch macht, der wird vorm Spiel, wie gesagt, nicht mehr eintrudeln, aber ist okay. Pierre-Emile Heuberg hat heute einen 3-Jahres-Vertrag beim FC Sion unterschrieben. Ein langwieriger Verhandlungsmarathon geht damit zu Ende. Der Transfer wird durch eine Ablösesumme in Höhe von 1,2 Millionen versüßt. Heuberg spielte seit 2010 bei Bayern, bestritt bislang 53 Ligaspiele und erzielte dabei 12 Tore. Nicht ein so schlechter Wert für einen defensiven Mittelfeldspieler. In 7 Tagen ist die Jahreshauptversammlung und Affelei bleiben aber bei 1,2. Affelei 1,2. Yo. So, Vaduz scheint unser Lieblingsgegner zu sein, aber bitte dran denken, die sind überragend gestartet. So, Cissé ist 1 Punkt hinter Kabasele. Beziehungsweise punktgleich. Dann nehmen wir gerade mal den älteren Cissé mit. So. Ansonsten will ich an der Startelf nichts verändern. Ich habe kurz überlegt, ob ich Lazaro und Rodriguez reinwerfe, aber damit warten wir mal ab. Als Joker sind die beiden auch wunderbar. So. Kugelschreiber, den entwickeln wir auch nochmal. Kann ich gerade nochmal gucken. Kartenverkauf. Ja, wir kriegen das selten ausverkauft, aber egal. Haben wir trotzdem großes Stadion, ist super. Waren die Spiele zu der Europa League schon? Nee, ne, die kommen noch. Hier kommen sie zur Champions League, ja. Bin ich mal gespannt, welchen Gegner wir da haben. Steht das schon fest? Naja, steht noch nicht fest. Da müssen sie selber erstmal in die Quali, die anderen Vereine. Ich bin gespannt. So, Heuberg, herzlich willkommen.
Gib im Training alles Schweizer, hoher Riss. Soll auch mal stärker werden. Wütrich, gib im Training alles. Ich scrolle am Anfang immer nach unten, um zu gucken, ob da jemand Mentor von irgendjemand sein kann. Das ist jetzt am Anfang noch wichtig. So, in der Mannschaft stimmt vieles noch nicht. Wir haben minus 57. Wahrscheinlich durch den Neuzugang Heuberg. Und natürlich durch Konaté, weil der das gesamte Gehaltskonzept so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Gib im Training alles, Sissi. Genauso wie Kabasele. So, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Plus 20, minus 14, das ist verträglich. Plus 107. Sie haben mehrere Spieler, die sprachlich isoliert sind. Sprachlich schwierige Kommunikation. Tassi, Inui und Piaka. Müssen wir überlegen, Schweizer mit kroatischen Wurzeln, den hat man eigentlich schon mit Kadoik. Der hätte sich auch um Inui kümmern können, aber ist natürlich schwierig. Eventuell sollte man Tassi verleihen. Inui wird ja eventuell verkauft. Wenn wir Inui verkaufen und Piaka verleihen, oder warte mal, ich guck grad mal, ob wir einen brauchbaren Schweizer haben, der Kroatisch spricht. Und zwar machen wir das normal. Bis 28, Sprache Schweiz. Schweiz gibt's hier gar nicht, was sprechen die denn? Was sprechen denn die Schweizer? Sprechen die Deutsch? Wo haben wir denn mal einen Schweizer? Ich glaube hier der Rodriguez, ne? Deutsch und Spanisch, ja. Also braucht man einen, der Kroatisch und Deutsch spricht, dann sucht man am besten nach Kroatisch in der Sprache. Sprache Kroatisch. Dann werden nämlich weniger angezeigt. So, und wir brauchen jetzt einen, der auch Deutsch spricht und Sinn machen würde. Drimmitsch macht keinen Sinn, weil wir haben genug Stürmer. Der hier wäre natürlich eine Granate, aber der wird viel, viel zu teuer sein. Muss ja auch bezahlbar sein, auch wenn wir in der Praxis viel Geld haben, aber wir müssen ja nicht alles ausgeben. Perisic, Livaja macht auch keinen Sinn, falsche Position, Vida will ich auch nicht. Das ist schwierig, welche Position sollte er denn haben? Das ist. Könnten Kranjčar natürlich holen, ist 28, der könnte Tassi ersetzen. Dann würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und er wird sich, glaube ich, auch nicht beschweren, wenn er nicht spielt. So, 1 Million. Und dann können wir nämlich auch unseren guten Piaka behalten. Und Tassi verleihen wir erstmal. Dann lösen wir vielleicht schon mal ein paar Probleme. So. Und Inui versuchen wir, wie gesagt, noch zu verkaufen. Machen wir mal Luzern. Lass mal Lazaro direkt spielen und verkaufen Inui direkt. Probieren wir erstmal 4,5, das Maximum. Machen wir sogar ein bisschen Transfergewinn, ist doch auch super. Okay, für 4,5 will Inui noch keiner, aber ist kein Problem. So, Inui kommt doch nochmal in die Startelf, weil wie gesagt, neuer Monat steht an. Nicht, dass er dadurch Wertverlust genießt und wir dann ihn nicht verkaufen können. So, Taktik noch, bevor die Folge hier zu lang wird. Wie haben die denn zweimal gewonnen? Also ich habe da jetzt kein gutes Spiel ausgemacht. Das heißt, die müssen eine gute Taktik haben, sehr diszipliniert sein. Das heißt, wir müssen da volle Möhre gegenhalten.
Noch ist nicht viel passiert, außer dass Oliver Buff sich verletzt. Gefällt mir alles noch nicht hier. Wie gesagt, scheint ein richtig guter Gegner zu sein. Die sind richtig stark unterwegs. Wir haben jetzt eine stärkere Phase und Moussa Konaté macht kurz vor der Halbzeit das 1:0. Sehr wichtig und gut. Trotzdem weiter Gas geben. Mitchell Weiser hat heute schlecht gespielt. Wird gleich rausgehen und Andersen Platz machen. Ansonsten Wüthrich geht nochmal raus. Die Naya kommt zu seinem Debüt und für Inouye kommt wieder Lazaro. Ne, kommt er nicht mehr. So, weiter geht's. Sarah sieht gelb, genauso wie Philipp Koch. Asifua erhöht auf 2:0. Unsere Stürmer sind wirklich gut. Sollte aber auch keinen überraschen. So. Keine 4 Tore mehr, aber 2:0 ist auch ein Sieg. Vaduz war lange ebenbürtig, haben es uns schwer gemacht. Und ich kenne hier echt nicht viele Namen und das hat schon was zu heißen, wenn ich mal die Namen so gar nicht kenne. Steven Lang natürlich kennt man, aber dann hört es auch schon auf. Die anderen Ergebnisse. Thun schlägt die Young Boys Bern mit 3:1. Das ist schon überraschend. Aufsteiger Schaffhausen verliert auch das dritte Spiel mit 3:1. Sandgallen schlägt Luzern mit 2:1. Und auch Grasshopper Zürich schlägt Basel mit 2:1. Das heißt, wir sind die einzige Mannschaft, die noch ohne Punktverlust ist. Das ist sehr schön, wenn wir früh in der Saison schon ein kleines Polster bauen könnten. Denn wir werden auch mal Schwächephasen haben. Das Wort Meisterschaft fällt bei uns vom ersten Trainingstag einer Saison an. Ah ja, also sehr selbstbewusst der Kerl. Hier bei uns ist der Fußball der Sport der Zukunft und das wird er auch immer bleiben. Aber Balmer wirklich sehr selbstbewusst. In der Elf des Tages Flachodimus, Koch, Balmer, Schweizer und Asifua. Asifua, Schweizer, Balmer, Koch schon zum zweiten Mal, Flachodimus zum ersten Mal. Schaffhausen ist nach 3 Spieltagen vollkommen verunsichert. Der Verein spielt zum ersten Mal in der ersten Liga und wird noch einiges an Lehrgeld bezahlen müssen. Egal, Hauptsache meine Spieler spielen bei Schaffhausen immer. Und holt Jungs da Heuberg. Ist der Zeitung ein Artikel wert? Das haben wir auch selten, dass unsere Transfers erwähnt werden. Und wir spielen als nächstes gegen Schaffhausen. Natürlich nicht ausverkauft, wir sind Millionär. Gab's schon Gehalt, das ist jetzt super. Würde ich sagen, machen wir trotzdem noch ein paar Tage weiter, um zu gucken, was mit den Transfers passiert. Soniga wechselt zu Inter Mailand für 14 Millionen, Korb zu Wolfsburg. Krasse Scheiße, Stadionausbau ist fertig in 9 Tagen. Affelei Kütt schon mal, das ist auch gut. Ihm sagen wir natürlich Stammplatzgarantie erstmal. Boah, gehaltsmäßig wird das aber schwer, Jung. Ich kann dir die 1,2 von Asifua anbieten. Höher möchte ich eigentlich nicht gehen. Ich muss aber wohl höher gehen, wenn ich den haben will. Eieiei. Höher als 1,5 kann ich nicht gehen, ne? Das weißt du. Da musst du ein bisschen bereit sein, auch Abstriche zu machen. So, Asifua wird zum Spieler des Monats gewählt vor Baron und Kwan Hyung Pak. So, Jugendspieler. Keiner von Interesse. Wir sind wie weit gekommen? Spiel um Platz 3 haben wir gegen Basel gewonnen. Das ist okay für mich, finde ich. So, jetzt können wir nochmal Inouye versuchen zu verkaufen. Wanna, if you really wanna know me. Tassi wird ausgeliehen. Der soll, wie gesagt, auch Spielpraxis sammeln. Schauen wir gerade mal rein, wie es bisher lief bei unseren Leihspielern. Nachdem wir überall die Marktwerte angepasst haben. So, Inouye, Transferstatus ändern. 4 Millionen ist auch okay.
Wie gesagt, wir haben für 1,5 gekauft, glaube ich. Da machen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Gewinn. Achso, ich muss ihn ja erst in die... Ich bin so doof. Ich muss ihn doch erst in die Reserve schieben, bevor ich ihn anbieten kann. Ah. Ich bin aber auch manchmal ein Honk vom Allerfeinsten. So, unsere Leihspieler. Bisher kann nur Kadeuk spielen bei Schaffhausen. Embolo bekommt dort noch keine Chance, genauso wie Ünal bei St. Pölten. Aber das war vorher zu erwarten. Wie gesagt, auf Vidosic acht man nicht und dann gehen wir noch einen Tag weiter. Und ich bin ein Honk, ich hätte Inui verschieben müssen. Es kostet das wieder ein paar Tage. So, wir wissen mittlerweile unseren Gegner der Pokalauslosung. Bin mal gespannt, gegen wen wir spielen müssen in der Champions League Quali. Hoffentlich nicht gegen einen guten Verein. Jetzt bekommt der Monat neue Marktwerte. Oh, und wir haben eine Jahreshauptversammlung. Die Stimmung ist großartig, fast ausgelassen. Man übt sich im Singen des Vereinsliedes. Die Fans singen begeistert, wir wollen den Trainer sehen, wir wollen den Trainer sehen. Werden sie frenetisch gefeiert? Alle Ehrenamt, Finanzen von einem unerfreulichen Jahr und einem Verlust von 1,41. Das ist okay. Moder Hut, bester Spieler des Jahres und bester junger Spieler. Wir wollen natürlich aggressiv die Ziele verkaufen. Oh Gott, jetzt war viele Nachrichten auf einmal. In diesem Jahr wird kein neuer Präsident gewählt, der ist noch 3 Jahre im Amt. So, ein Fan fragt, ob das dieses Jahr mit der Meisterschaft klappt. Dann sagen wir mal Zustimmung. Ein Fan fragt mit dem internationalen Titel. Nee, das wird wohl nicht hinhauen. Na klar, die Abwehr ist stark genug. So. Wir haben erst ein Gegentor kassiert. Natürlich ist die Abwehr gut genug. Und das war so ein Gurkentor, weißt du? Kein Verein an Inui interessiert, das war klar, weil ich den halt nicht verschoben habe. Gucken wir mal, ob er auch Wertverlust genießt. Ein bisschen hat er Wert verloren. Er hatte zwei... Ah ne, er hat Wert gewonnen. 3 Millionen jetzt. Dann sollte man auf jeden Fall für 5 Millionen verkaufen dürfen. Das sollte, glaube ich, machbar sein. So, jetzt aber in die Reserve verschieben. Und jetzt können wir nochmal anfragen. Und jetzt sollten noch mehr Vereine, genau, available sein. Aber ihn will immer noch keiner. Egal, er bleibt erstmal in der zweiten Mannschaft. Dann werden es halt nur 4,5 Millionen. Hätten wir auch 3 Millionen Gewinn gemacht. Alles noch in Butter. So, wir schicken alle auf Lehrgang. Affelei ist natürlich noch nicht da, weil der auch ein bisschen teuer ist. Wir müssen dann überall ein bisschen Gehalt anheben. Oder halt nach einer Zeit senken. So. Gleich mal gucken, was die Teamchemie macht. Erstmal nochmal auf den Transfermarkt gucken. Ist ja ein neuer Monat. Vielleicht ist ja eine neue Granate dazugekommen. Gerade gar kein Spieler auf dem Transfermarkt, ernsthaft. Mustafi, der wäre, glaube ich, ein bisschen unrealistisch. Und auch ein bisschen teuer. Ellen, ne, ist keiner dabei, der uns interessiert. So. Ich gucke gleich nochmal zu den Marktwerten, keine Angst. Aber erstmal Spielergespräche. Großes Lob an Aieti. Konaté muss stärker werden erstmal. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Buff. Super letztes Spiel, Asifur. Großes Lob an Koch. Wirklich ausgezeichnet, was hier für Leute sind. Wahnsinn. Balmer muss auch nochmal stärker werden. Weiser hat gut trainiert. Teamchemie ist direkt nach oben gegangen, nachdem wir die beiden mit den Sprachproblemen aussortiert haben. Was heißt aussortiert? Den einen sind wir ja am Verleihen gewesen. Also alles okay. Gucken wir mal, was jetzt hier noch groß Minus macht. Minus 7, minus 5, das ist okay.
Minus 20, das wird auch bald behoben. Gehaltsstruktur. Ja gut, die werden sich alle fast an Konaté stoßen. Ne, nur einer. An Juarez vor allen Dingen auch. Aber den können wir noch nicht senken. Das dauert noch ein bisschen. So, A-Jugend ist nicht sonderlich talentiert, aber die B-Jugend hat Talente. Anheuer, Liam Terry haben wir schon vergeben. Marvin Diensthuber im Tor. Könnt ihr alle übernehmen. So, da passen die Marktwerte. Was wollen wir so für die Spieler? 20 Millionen für Mitch Weiser, 18 für Konaté, 14 für Andersen, der unser Ersatzspieler ist. Das ist schon krass. Kein Verein an Inui interessiert, aber den haben wir schon nochmal angeboten. Das heißt, müssen wir gleich nochmal machen in der nächsten Folge. Denn diese Folge wird hier gleich ein Ende haben. Ich gebe euch dann nur noch den Einblick in die Taktik fürs Schaffhausen-Spiel und einen Ausblick auf die nächste Folge. Vereinsmuseum erwirtschaftet Gewinn, auch wenn es nicht viel ist, ist das positiv. Ach, jetzt habe ich verpasst. Wir spielen gegen Malmö, das ist machbar. Malmö müssen wir schlagen. Also im nächsten Part das Spiel gegen Schaffhausen per Sofortberechnung und das Hinspiel gegen Malmö per Sofortberechnung für die Champions League Quali. Jetzt die Taktik noch. Rodriguez kommt rein. Und Pjaka übernimmt die Rolle von Buff, nimmt dafür Platz. Achso. Lazaro kommt hier rein. Und Riedewald geht halt hier hin. So, Pjaka auf die 10 oder Heuberg, was weiß ich. Wenn ein 10er ausfällt, wird's eng. Cissé, Kabasele hat sich durchgesetzt. Ayeti ist wieder fit, hätte ich beinahe übersehen. Seht ihr mal. Ansonsten müssen wir aber nichts ändern. Nö, nö. Sieht gut aus, die 11. Würde mich natürlich freuen, wenn Kabasele noch den Linksverteidiger lernen, linkes Mittelfeld lernen würde. Aber das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Wie gesagt, danke, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, Daumen nach oben geben. Entschuldigung, Daumen nach oben geben. Teilt dieses Video auf Facebook, auf Twitter, um mehr Leute auf meinen Kanal aufmerksam zu machen. Ansonsten erzählt auch euren Freunden in echt von meinem Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen Werbung für mich macht. Für die neu sind und das noch nie gehört haben, ich habe auch eine Homepage, wo viele Infos stehen. Healfakti.de, schaut da einfach mal vorbei. Würde mich sehr freuen. Ansonsten mein Games-Kanal, YouTube, Healfakti Games. Dort sind auch noch andere Videos am Start, wenn ihr nicht nur Fußball sehen wollt von mir. Zu guter Letzt natürlich, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was ich gerade so mache, gamesmäßig, dann einfach mal auf Twitter vorbeischauen. Dort kann ich auch schnell auf eure Fragen antworten, falls ihr noch mal andere Fragen habt, die ihr nicht in den Kommentaren stellen wollt. Also Twitter @healfakti. Würde mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut, mir folgt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaffhausen, Malmö, Curling. Bis dann, ciao.